Navigiere zum Supercharger Kempt Park. Wunderschönen guten Tag miteinander. Sonntagmorgen, kurz vor 9 Uhr. Und gerade auf dem Weg zum Supercharger. Und genau, laden müssen wir ja gar nicht. Wir haben 500 km Reichweite. Aber wir haben dort abgemacht. Darum beende ich jetzt die Navigation wieder beenden. Sonst brauche ich nur unnötigen Strom zum Batterie vorkonditionieren. Aber genau, dort abgemacht. Treffen wir uns ein paar zusammen und dann machen wir ein Ausfährtli. Wohin wissen wir ehrlich gesagt gar noch nicht genau. Wir haben so ein paar Ziele auf der Liste, aber wir müssen uns noch entscheiden, wo wir genau hinfahren. Jetzt zuerst mal einen Supercharger. Mal schauen, ob alle aufmögen und alle dort sind dann auch um 9 Uhr, dass wir pünktlich los können. Dann ja, würde ich sagen, sehen wir uns später wieder, wenn wir wissen, wo es hingeht. So, jetzt muss ich euch mal schnell die geile Morgenstimmung zeigen, da, wie das hier aussieht. Schöne Zürich Oberland. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Dort hinten die Kille, die sie im Nebel führen schauen. Und alles mucksmäuschen still. Und Luna. Ui, schon wieder dreckig. Perfekt für ein Ausfährtli, oder? Auf geht's! Wunderschön, was wir jetzt da plötzlich für eine Aussicht haben. Plötzlich ist die Sonne vorgekommen, zwischen dem ganzen Nebel. Traumhaft, oder? Hat sich schon mal gelohnt. Nur schon für diese Aussicht hier hat sich es gelohnt. Und es geht noch weiter. 20 Minuten sollten wir Engelberg sein. Mit 63% Akku kommen wir an. Und jetzt immer noch 380 km, genau 70%, tipptoppi Sache. Dann schauen wir mal, wie das Wetter in Engelberg ist. Schau jetzt, du, jetzt kommt die Sonne richtig tüchtig, du. Krass. Jetzt habt ihr die Titlis, oder? Ja. Sicher nicht so teures Billett fürs Bändli, so etwa 60 Stutz oder so. Ui, das sehe ich. Schau mal, wie ich so schön. Gewaltig! Hotel Waldeck hat 11 kW Steckdose. Kristallgau. Gerade noch ein Streifen zum Skifahren.
So, jetzt geht es weiter von Engelberg. Wir gehen jetzt auf Beckenried. Dort hat es einen Supercharger. Laden müssen wir zwar nicht, weil wir kommen mit, also ich komme mit 58% dort an. Tipptopps Wetter war jetzt hier zu Engelberg. Sie sind alle auf der Wiese langläufeln. Nein, sie haben noch ein bisschen Schnee, haben sie noch angerührt. Es ist genau noch die Langlaufläufe. Und sonst ist überall grün. Schönes Kaffee getrunken hier, ein paar schöne Fotos gemacht. Und ja, jetzt geht es weiter, Bäckeriet. Und dann hoffen wir, es gibt dort etwas zum Mittag. Es ist jetzt 11:45 und 20:40 sollten wir dort sein. Genau richtig für den Mittag. Und jetzt tut es leider auch schon wieder zu, so wie es aussieht. Die Sonne scheint zwar noch, aber recht viel Nebel wieder vorkommt. Dann ja, fahren wir noch ein bisschen weiter. Schauen wir, ob wir vielleicht noch mal ein paar schöne Fotos machen können. Und dann geht es dann schon wieder richtig heimwärts. Dass wir vor dem grossen Verkehr wieder die Heime sind. So, weiter geht's von Beckenried. Das war doch nicht das Richtige für uns. Wir gehen jetzt in ein anderes Restaurant. Und zwar Almendhuisli heisst das. Das ist 5 Minuten da von Beckenried und dort gibt es anscheinend sehr gutes zu essen. Gemäss Aussage von Einheimischen. Und ja, dort gehen wir jetzt mal anschauen. Geniessen hier noch ein bisschen die Aussicht. Sieht man das überhaupt, die Kamera, den See? Ja, man sieht es, glaube ich, ein bisschen, den See. Ja, dann fahren wir jetzt noch die 4-5 Minuten bis dort hin. Und dann hoffen wir, es gibt etwas zu essen, weil es ist nämlich schon 11:45 jetzt. Und da sieht man schön im Hintergrund, wie es da schon wieder zutut. So, weiter geht's. Wir haben jetzt hier wunderbar zu Mittag gegessen. Im Almendhuisli, genau hat es geheissen. Kann ich also sehr empfehlen. Tipptops Essen, super Preise, schnelle Bedienung, alles tipptopp gewesen. Und ja, jetzt geht's weiter. Richtung heimwärts. Dann machen wir noch einen kleinen Umweg über den Hirzel. Und dann, ja, dann ist der Tag auch schon bald wieder vorbei. He? Kämpfen wir uns noch da durchs Tunnel durch. Akku haben wir immer noch genug. Noch 56% im Akku. Über 300 Kilometer. Wie viel sind wir eigentlich schon unterwegs heute? Gerade mal schauen da. Seit dem letzten Laden 166 Kilometer sind wir schon gefahren. Ja, und Hirzel sollten wir dann mit 44% ankommen. Mal schauen, wie lange das geht. Respektive mit wie viel Prozent, dass wir dann die Heim ankommen. Aber sicher über 30% haben wir noch. Das heisst, schon wieder den ganzen Tag können rumfahren. Nie müssen laden. Und ja, kommen wir noch mit genug Prozent zu Hause an. Tipptoppi Sache. Und jetzt aufpassen, da in diesem Tunnel, da hat es immer überall Blitzer. Und der Autopilot meint, wir können jetzt 120 fahren. Nein, jetzt hat er da schon 80. Sehr gut. Gut, vielleicht nehme ich euch noch ein bisschen mit, wenn wir hier über den Hirzel fahren.
Die Sonne kommt zwar glaube ich nicht mehr für heute, das ist glaube ich vorbei. Aber immerhin, ein paar schöne Bilder haben wir einfangen, das ist doch tipptopp. So, jetzt haben wir es dann gerade geschafft, bald zu Hause, noch 5 Minuten. Und noch schnell wollen wir hier den Status durchgeben, wie es aussieht mit dem Akku. Akku haben wir noch 36%, das entspricht 198 km, die wir noch fahren könnten. Und gefahren sind wir seit dem letzten Laden, also zu Hause, 257 km sind wir gefahren. Durchschnittsverbrauch jetzt von 153 Wattstunden pro Kilometer. Wie ihr gesehen habt, das meiste war Autobahn und ein bisschen über den Berg noch. Darauf und drauf. Und ja, alles in allem jetzt ein super Ausflug gewesen. Überhaupt kein Stau gehabt, gar nichts. Verkehr tipptopp. Den anderen hat es glaube ich auch sehr gut gefallen. Ein paar schöne Fotos haben wir können machen. Feines Mittagessen. Und ja. Alles tipptopp und ich freue mich schon aufs nächste Ausfährtli. Das wird vermutlich schon am nächsten Wochenende sein, wenn das Wetter gut ist. Ja, dann wäre es das gewesen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, gerne in die Kommentare. Und sonst wünsche ich allen noch ein schönes Tag oder eine gute Woche. Und bis zum nächsten Video. Peace. Ciao zusammen. Was ich euch noch vergessen habe zu sagen, ist, wir haben eine neue Softwareversion bekommen. Heute mit der neuen Softwareversion unterwegs gewesen, und zwar 2024.2.3. Und ich muss sagen, es ist viel angenehmer jetzt zum Fahren. Er ist viel weniger aggressiv, wenn man nicht einmal ganz gerade auf die Straße schaut. Man kann wirklich mal schnell etwas da machen, mal schnell zoomen oder mal schnell kurz etwas nachschauen. Das geht. Sobald man es ein bisschen länger macht, also so, ich sage jetzt mal, so 5 Sekunden, 4-5 Sekunden ist noch im Rahmen. Wenn es länger ist, dann fängt er nachher an reklamieren. Also wenn ich jetzt ein bisschen länger hier runter schaue, dann sagt er dann ziemlich schnell, bitte achten Sie auf die Straße, vor allem wenn ich noch gleichzeitig etwas... Oder jetzt kommt es. Das ist etwa nach 5-6 Sekunden, würde ich sagen, kommt das. Und das ist ganz okay, muss ich sagen. Es hat mich jetzt auch nie gesperrt, nichts. Also, tipptoppi Sache. Wird immer besser.